Liebe Hörerinnen und Hörer, ein neuer Podcast des HPD. Heute mit Frau Ingrid Matthäus-Meyer, vielen oder manchen vielleicht bekannt, wenn man die Kampa-Leitung von Gerdia gemeint hat, war damit immer Ingrid Matthäus-Meyer gemeint, sozusagen das Gesicht dieser Kampagne. Deshalb auch die Frage an Sie, Gerdia, die Kampagne gegen religiöse Diskriminierung im Arbeitsrecht von der IPGA und GBS getragen. Das macht ihr jetzt ein Jahr. Hast du den Eindruck, dass das Thema bekannter geworden ist? Ganz offensichtlich ist das Thema der religiösen Diskriminierung im Arbeitsrecht bekannter geworden. Man sieht es zum einen daran, dass es mehrere Fernsehsendungen gab, insbesondere auch die Karikaturen praktisch in der Heute-Show oder auch im Panorama, ein Beitrag, der war noch deutlicher, als wir es hätten vor den Menschen sagen können, denn wenn ich zum Beispiel unter der Überschrift katholisch operieren und evangelisch Fensterputzen rede, dann ist den Leuten bekannt, dass es einen Chefarzt gibt in Düsseldorf, der wurde hinausgeworfen aus dem katholischen Krankenhaus, weil er als Geschiedener wieder verheiratet hat. Aber sie sagen, die Geschichte mit evangelisch Putzfrau, das kann ja gar nicht sein, dass in einem Krankenhaus man nicht eingestellt wird oder im Kindergarten als Putzfrau in der Diakonie, wenn man nicht evangelisch ist. Und sie haben die Beispiele dort im Panorama. Also, das Thema ist bekannt geworden. Ich glaube, wir können uns ein bisschen damit auch ans eigene Revers heften, aber die Sache geht weiter. Vorige Woche hat es in Bochum ja ein Podium gegeben, wo du mit Vertretern von Verdi zu deinem Referenten vorgetragen hast. Ist diese Zusammenarbeit mit Verdi ganz einfach? Gibt es dort Berührungsängste oder Probleme? Wie sind deine Erfahrungen? Ich persönlich hatte schon seit vielen Monaten einen sehr engen Kontakt zum Chefjuristen von Verdi. Wir haben uns ausgetauscht über die Fragen der Klage gegen das Vorgehen der Diakonie, dass er den Streik verhindern will. Aber ich glaube, dass sich das ändert, einen gewissen Unterschied. Als wir die Kampagne begonnen haben bei GBS und bei IPCA habe ich gespürt, dass dort mehr im Vordergrund stand die Menschenrechtsverletzung. Also der Homosexuelle fliegt raus, der Geschiedene fliegt raus oder man kommt nicht rein, wenn man nicht in der Kirche drin ist oder austritt. Der Bereich Arbeitsrecht schien mir bei GBS und IPCA etwas zu kurz zu kommen. Da habe ich dafür gesorgt, dass das auch eine wichtige Komponente ist, eine von den beiden Säulen. Und mir scheint, dass es bei Verdi umgekehrt war. Bei denen stand absolut im Vordergrund das Arbeitsrecht, Streikrecht, Betriebsverfassungsgesetz und nicht so sehr die Bekämpfung der Grundrechtsverletzung. Ich habe jetzt das Gefühl, auch nachdem wir uns doch sehr stark unterhalten haben und gegenseitig die Argumente kennengelernt haben, dass auch bei Verdi jetzt das Thema Grundrechte, Schwulen und Lesbere eine größere Rolle spielt. Sie sagen, Sie haben sich bisher zu Recht darauf gestürzt, das Bundesarbeitsgericht Urteil in Ihrem Sinne zu erreichen. Das haben Sie ja auch. Und jetzt wird das Weitere eine größere Rolle spielen. Also diese Zusammenarbeit mit Verdi, die in Bochum begonnen hat, ist, glaube ich, wirklich gut. Du hast selber gerade gesagt, Bundesarbeitsgericht in Erfurt vor kurzem, also am 20. November. Es wurde so tituliert, ein erster Schritt in die richtige Richtung, oder wie die Süddeutsche schrieb, ein verzinktes Urteil. Da habe ich manchmal auch den Eindruck gehabt, es ist das aufgenommen worden, was auch die Synode der EKD gesagt hatte. Solange Betriebe nach den Prinzipien des dritten Weges arbeiten, halten wir die schützende Hand drüber. Und wenn sie nicht danach arbeiten, dann müssen sie auch in den normalen Arbeitsmarkt. Nein, ich glaube, so weit sind wir gar nicht erfolgreich gewesen mit diesem Bundesarbeitsgerichtsurteil. Aber das, was vorweg gesagt wurde, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und es ist verzinkt, es trifft beides zu. Erstmal habe ich Verdi gratuliert, dass sie das erreicht haben, denn immerhin hat die Diakonie verloren. Das Urteil sagt ja ganz klar, dass die Diakonie nicht gewonnen hat. Sie hat verloren, sie trägt die Kosten des Verfahrens. Verdi hat sich durchgesetzt, das ist gut. Andererseits stimmt auch die Beschreibung ein verzinktes Urteil, denn die Erfolge sind bis auf das Signal, die Signalwirkung, minimal. Am liebsten wäre Verdi zum Bundesverfassungsgericht gegangen, um mehr zu erreichen, können sie aber nicht, da sie gewonnen haben, sind sie ja nicht beschwert und wenn ich nicht beschwert bin, dann kann ich nicht mehr zum Bundesverfassungsgericht gehen. Also, ich weiß, dass Sie dieses Urteil auch als eine gewisse Falle empfinden. Sie müssen sich noch in Ruhe anschauen, die Gründe und gucken, was Sie daraus folgern. Deswegen stimmt beides. Es ist ein
im gewissen Sinne vergiftetes Urteil, verzinktes Urteil, aber wichtig ist die Signalwirkung, mit dem dritten Weg geht es so nicht weiter, sogar die FAZ hat geschrieben, so langsam müssten mal die Kirchen darüber nachdenken, ob das mit dem dritten Weg so weitergeht. Du hast auch schon den politischen Raum, den politischen Rahmen angesprochen, es hat jetzt ja auch vor einiger Zeit eine erste Lesung zu einem Antrag der Linksfraktion gegeben, eben zum Arbeitsrecht bei Caritas Diakonie. Da hatte ich den Eindruck, mehr als die bekannten Positionen wurde da eigentlich nicht vorgetragen. Leider ist es so. Die Debatte im Bundestag war außerordentlich frustrierend, so empfand ich sie. Und dann gab es ja auch schon eine Anhörung und dort wurde berichtet, dass die Kirchenvertreter sehr massiv aufgetreten sind. Das liegt eben auch daran, dass dann von den Fraktionen nur die entsprechenden Leute benannt werden. Also Verdi war da, aber so Leute wie wir zum Beispiel, ich wäre da gerne aufgetreten, die sind in dieser Anhörung nicht anwesend gewesen. Die Debatte im Bundestag ist gut und die ist wichtig, aber so ganz viel werde ich mir davon nicht versprechen. Ich glaube, wenn wir überhaupt was erreichen, dann eher über die Gerichte. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel eine Partei wie meine, die ja eine traditionelle Arbeitnehmerpartei ist, sich endlich bewegen muss. In der SPD gibt es die Arbeitsgruppe Laizisten, die das vertreten. In der SPD gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Arbeitnehmerfragen. Die sagt auch, das geht so nicht weiter. Die brauchen Streikrecht, Betriebserfassungsgesetz. Die Grundrechte müssen gewährleistet sein, sodass ich das Gefühl habe, so Schritt für Schritt, peu à peu, tut sich was, aber es wird nicht einfach. Also es muss und soll weitergehen und wie ich hörte, soll auch Gerdia verlängert werden sozusagen, soll noch ein weiteres Jahr weitergehen. Wird es in dem gleichen Rahmen geben oder wird man dann andere oder die gleichen Prinzipien wieder weitertragen, um sie eben weiter bekannt zu machen? Wir werden auf jeden Fall, wenn es nach mir geht, diese Kampagne weitertragen, weil sie doch recht erfolgreich ist, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, weil insbesondere ja auch die Menschen, die in den Kirchen, in Diakonie und Caritas, das Gleiche wollen wie wir. Es ist ja nicht so, dass die alle stur und alle verhärtet sind. Da gibt es ja jede Menge Menschen. Ich habe etwa die katholische Arbeitnehmerbewegung im Rheinland getroffen, die sagen, wir sind mit ihnen in Sachen Atheismus und so natürlich nicht einer Meinung, aber diese Kampagne ist gut. Das müssen wir verbreiten, um auch die Menschen in den Kirchen zu stärken, um in der Politik was zu erreichen. Ob man noch besondere andere Möglichkeiten, Instrumente findet, das lasse ich mal offen, das überlasse ich denen, die in Sachen Marketing mehr Ahnung haben als ich. Ich werde jedenfalls weiter bereit sein, durchs Land zu fahren und dazu zu referieren. Wenn ich also, wie zum Beispiel heute in Berlin, eine solche Veranstaltung hinter mir habe, dann merke ich schon, dass die Leute sagen, jetzt haben wir die Details mitbekommen, jetzt sind wir auch juristisch ein bisschen gewappnet, wie wir die Diskussion durchstehen. Herzlichen Dank, Ingrid Matthäus-Meyer. Weiterhin guten Erfolg.